Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Der Bitcoin ist über die letzten 24 Stunden über 3% angestiegen. Außerdem haben wir wieder richtig starke Nettozuflüsse über den Bitcoin-Spot-ETF in den USA. Das werden wir uns genau anschauen. Natürlich gehen wir zuerst mal auf die Makrodaten. Und da habe ich interessante Zusammenhänge wieder aufgedeckt bezüglich dem Aktienmarkt und der Liquidität. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei die Fische machen. Gehen wir rein. Ups, ich soll ja hier nicht absaufen. Ne? Ja, also, was sehen wir hier? Und zwar, wir sehen hier zunächst erstmal die Energiequellen mit Prognosen für die Zukunft. Und da sehen wir hier Öl. Ja, da sind ja hier in den letzten Jahren, vor allem im Prinzip hier seit 2015, die Amerikaner zum größten Erdölproduzenten der Welt aufgestiegen. Ja, sozusagen. Sie produzieren mehr Öl als jemals ein anderes Land in der Geschichte der Ölproduktion. Ja. Aber die Amerikaner wollen bestimmt den Klimawandel verhindern. Und wir sehen hier, Öl wird auch bis 2050 auf einem sehr hohen Niveau bleiben, also die wichtigste Energiequelle bleiben. Ja? Was wir dann noch sehen, ist auch, dass Gas am zweitwichtigsten sein wird. Ja? Und zwar hier schon ein gewisser Abstand zu Wind und Solar. Ja? Wind und Solar wird ja aktuell sehr, sehr stark ausgebaut, vor allem in Europa. Und was wir hier sehen, Wind und Solar, kann man im Prinzip sagen, löst die Kohle ab. Ja? Wenn man es mal so zusammenfassen möchte. Ja? Wind und Solar wird wichtiger, gar keine Frage. Aber was wir sehen, Gas und Öl werden selbst im Jahr 2050 noch dominieren. Ja? So viel zur Klimahysterie. Ja? Und was wir auch sehen, und zwar die Kernenergie wird hier weiter ausgebaut werden. Ne? Natürlich nicht von Deutschland, ne? Weil die Deutschen, die wollen sich lieber arm sparen, ja, und dementsprechend machen das lieber die anderen und da ist der Wohlstand halt woanders. Ist ja auch nicht schlimm, oder? Gehen wir weiter. Hierzu habe ich einen Tweet von Elon Musk gesehen und er sagt, der hat hier getweetet und zwar die Dame sagt, I want to fight climate change. Be honest, I'm being honest. Be honest, I want communism. Thank you. Könnte da vielleicht was dran sein, was der gute Elon hier vermutet? Ich weiß es nicht. Die Frage solltest du dir mal stellen. Dann bin ich auf ein Foto gestoßen, hier von Joachim Nagel, der Bundesbankpräsident und gleichzeitig EZB-Mitglied und natürlich unserer Christine Lagarde, ne, die immer die Wahrheit sagt und der ganz wichtig ist, dass die Inflation runterkommt. Und natürlich unser guter Finanzminister, ja, der ja im Interesse der Bevölkerung handelt. Also, so viel dazu. Ich habe dazu geschrieben, und zwar, they are all playing for the same club. Nagel, Lagarde und Lindner. So, which club do you think are they playing for? Für welchen Club spielen die drei denn? Oder könnten die drei spielen? Sag du es mir gerne, schreib es mir gerne in die Kommentare, wenn du eine Idee über den Club hast. Ja? So, dann sehen wir hier Joachim Nagel bei unserer Quelle des Vertrauens, nämlich Bloomberg. Und da schauen wir mal rein, was er zu sagen hat. What I see is that over the last couple of months inflation rates came down. So what I expect also for the next months, that inflation is coming down further. Core is coming down, headline will come down. Came. Also, du musst dir keine Sorgen machen, die Inflation, ne, die kommt nach unten, ist ja logisch. Ne? Da würde ich mal so sagen, schauen wir doch mal auf das Balance Sheet. Und es ist im Prinzip, hier ist jetzt das Balance Sheet, die Geldmenge M2 von der Fed. Im Prinzip ist es egal, ob du die von der Fed nimmst oder von der EZB. Die EZB gibt es halt erst hier seit 2000, aber wenn wir die Fed nehmen, dann sehen wir es im Prinzip, ja.
Und zwar, es geht immer in eine Richtung, ja? Und dementsprechend, die Geldmenge dehnt sich aus mit 15% pro Jahr, jedes Jahr, ja? Und dementsprechend liegt auch die Inflation möglicherweise nicht bei 2%, sondern bei 15%, Fragezeichen. Dementsprechend, wenn du eine Gehaltserhöhung willst und einen Inflationsausgleich haben willst, dann, selbst wenn du eine Gehaltserhöhung deines Nettogehaltes um 15% bekommst, hast du nur die Inflation ausgeglichen und hast noch nicht mal unterm Strich eine Gehaltssteigerung bekommen. Ja? Also dementsprechend, ich denke, es macht Sinn, beim Thema Inflation vor allem auf die Balance Sheet zu schauen. Warum? Weil hier die Assetpreisinflation inkludiert ist, ja, weil das Asset, das Balance Sheet enthält eben beides, die Güterpreisinflation und die Assetpreisinflation. Und wir sehen es hier über einen langfristigen Zeitpunkt. Die Preise gehen niemals runter, sondern es geht immer nur in eine Richtung. Ja? Und wie ich schon öfters gesagt habe, schau mal, welchen Verlauf das Ganze hier nimmt. Einen exponentiellen Verlauf. Aber die Inflation, die kommt runter und die ist nur bei 2%. Ne? Das musst du dir merken hier. Ansonsten, was ich generell mache, ja, das ist, ich versuche ja Zusammenhänge aufzudecken und es ist häufig so eine Art Detektivarbeit, die ich mache, ja, weil ich mir ganz viele unterschiedliche Daten anschauen muss und Zusammenhänge aufdecken muss zum Thema Inflation oder beispielsweise Zusammenhänge aufdecke in Bezug auf die Aktienmärkte oder die Kryptomärkte und so weiter und so fort, ja. Aber hier wieder ein interessanter Zusammenhang, und zwar, wir haben hier den US Treasury General Account, also von der US-Regierung den Account, und was wir hier sehen, ja, und zwar ist hier Liquidität reingekommen für die US-Regierung von 10. April bis 24. April, ja, und bevor ich dazu komme, noch ein Punkt, und zwar, es ist nicht ganz einfach, diese Zusammenhänge immer aufzudecken. Warum? Weil die Daten häufig erst zeitverzögert veröffentlicht werden. Und zweitens, weil häufig die US-Regierung und die US-Notenbank die Liquidität verstecken in unterschiedlichen Accounts. Ja? Und dementsprechend ist die mal in der Netto-Liquidität ausgewiesen, mal nicht und so weiter und so fort. Das ist so wie so ein Hase- und Igel-Spiel, um es mal so zu sagen. Deswegen ist das auch nicht immer ganz einfach. Man braucht Zeit und Muße, aber man kann die Zusammenhänge finden, wenn man stark genug dranbleibt und recherchiert. Ja? Und mir macht es einfach Spaß zu finden, wie der Hase läuft, ja, herauszufinden, wie der Hase läuft. Und dann, wenn du das verstanden hast, dann ist es auch relativ klar, relativ einfach. Also, was wir hier sehen, und zwar vom 10. April bis zum 24. April kommt hier Liquidität rein in diesen Account. Das heißt, dem Markt wird Liquidität entzogen. So, wie kann das sein? Und zwar, weil hier im April die Steuerzahlungen der US-Bürger und Unternehmen fällig waren. Und dementsprechend ist hier quasi Liquidität reingeflossen. Also dem Markt wurde Liquidität entzogen, weil ja viele US-Bürger auch Aktienportfolios halten. Und wenn die entsprechend die Steuern zahlen müssen, dann verkaufen die Teile von den Aktienportfolios und zahlen damit die Steuern. Ja? Also hier fließt Geld auf diesen Account der US-Regierung ein. Das heißt, Geld wird aus dem Markt gezogen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert denn hier beim, und zwar, wir haben hier Nasdaq, ja, also beim Aktienmarkt, und das Gleiche kannst du auch für ein S&P beobachten. Und zwar, ab dem 10. April geht's hoch, das Konto, und das bedeutet, Liquidität wird aus dem Markt gezogen. Und was siehst du hier? Ab dem 11. April geht der Aktienmarkt runter. Und zwar im Prinzip den kompletten April, wenn man es so will. Ja? Und das ist der springende Punkt. Liquidität wird aus dem System rausgezogen. Und das kannst du in diesen Accounts erkennen. Und dementsprechend gehen die Aktienmärkte runter. Ja?
Jetzt schauen wir weiter und wir sehen hier, und zwar hier vor allem ab dem 1. Mai wird wieder Liquidität ordentlich ins System gegeben, ja, also wird in die Wirtschaft, in die Bevölkerung gegeben und dementsprechend schauen wir jetzt, was ist da ab dem 1. Mai mit dem Aktienmarkt passiert. Und da schauen wir mal rein. Und zwar 1. Mai und da sehen wir, der Aktienmarkt geht nach oben. So ein Zufall hier. Was ist denn da los? Ja, wenn du hier die Monatssicht siehst, ja, dann siehst du vor allem, die starke Liquiditätszufuhr hat dazu geführt, dass der Nasdaq quasi hier vom 1. Mai ja, bis heute mehr als 7% gemacht hat. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und dementsprechend sieht man hier immer wieder, wenn Liquidität ins System gegeben wird, dann steigen die Aktienmärkte. Wenn Liquidität rausgezogen wird, gehen die Aktienmärkte zurück. Das Gleiche kannst du für einen S&P, für einen Dow Jones und so weiter und so fort sehen. Und übrigens, ganz interessant, das Gleiche kannst du auch beim Bitcoin beobachten. Denn was war denn am 1. Mai? Am 1. Mai hat der Bitcoin sein Tief ausgebildet und ist wieder angefangen, in die andere Richtung zu steigen. Das heißt, wir waren da bei 57.000, 58.000 und sind hier über die letzten Wochen entsprechend angestiegen nach oben. Und das ist eben der springende Punkt. Ja? Und dementsprechend gilt es sehr, sehr stark, die US-Notenbank in Kombination mit der US-Regierung zu beobachten, weil sie eben der mächtigste Player in der Welt sind. Die US-Notenbank ist die mächtigste Notenbank der Welt. Ja? Natürlich korreliert das nicht immer perfekt, weil eben auch andere Notenbanken Einfluss auf die globale Liquidität haben. Beispielsweise die People's Bank of China, die chinesische Notenbank, die japanische Notenbank, aber auch die EZB. Ja? Aber die EZB, die veröffentlicht nicht so gerne die Liquidität, ja, vor allem die Staatsanleihekäufe. Das ist ja im Prinzip der Mechanismus, in dem sie den Regierungen die Liquidität zuschiebt. Darüber veröffentlicht sie nicht so gerne die Daten und dementsprechend ist es bei der EZB immer ein bisschen schwieriger zu beobachten, weil wir einfach viel weniger Daten haben. Ja. Aber auch da, wenn man da entsprechend lange sucht, da wird man die ein oder anderen Daten finden, ja, und das ist eben der springende Punkt, der ist wie so ein Hase- und Igel-Spiel, und, aber im Prinzip verstehst du dann, wie der Zusammenhang läuft, ja. Das ist hier Janet Yellen und der Jerome, die spielen natürlich dieses Spiel und die wissen, wie der Hase läuft und ja, wahrscheinlich hinter den Kulissen sehen die beiden so aus, ja, und lachen sich halt schlapp über den ganzen Käse, den sie da veranstalten, ja, aber auch hier wieder, ja, das hier, die beiden spielen auch wieder für einen Club und die Frage ist, welcher Club könnte hier gemeint sein? Ja? Das ist der springende Punkt. Also, wenn man es mal erkannt hat, es ist ein riesiges globales Ponzi-Scheme, was hier aufgebaut wurde, ja? Über die Banken, über die Vermögensverwalter, über die Notenbank und die Aktienmärkte. Und wenn du die Zusammenhänge von heute verstehen willst, ja, auch in der Welt generell, nahezu alle Entwicklungen, dann macht es Sinn, diesem System zu folgen, also zurückzufolgen. Wann war die Gründung der Fed? 1913. Also bis dahin muss man mal mindestens zurückgehen, um die Zusammenhänge von heute zu verstehen. Ich sage sogar, man sollte noch viel weiter zurückgehen. Bis 1850 kannst du sehr, sehr gut recherchieren. Sind die Daten soweit vorhanden? Das Ganze kann man recherchieren, wenn man entsprechend will und Zeit reinsteckt. Und dann wirst du die Zusammenhänge, wie unser Geldsystem aufgebaut wurde, immer klarer erkennen. Es geht natürlich noch viel weiter zurück als 1850. Ja, aber bis dahin kannst du es sehr, sehr gut recherchieren. Und wer möchte, der findet diese Informationen online, auch über Google, vielleicht nicht auf der ersten Seite von Google, aber wenn du weiter nach hinten gehst oder andere Suchmaschinen verwendest,
dann wirst du diese Zusammenhänge relativ einfach mit der Zeit finden. Ja? Gehen wir zum Bitcoin, und der Bitcoin ist natürlich ein Wunder, ein absolutes Wunder, weil es hilft uns, vor diesem Wahnsinn uns zu schützen. Der Bitcoin schützt uns vor dieser Geldmengenexpansion und letztendlich der schleichenden Enteignung, der wir ausgesetzt sind, über die Inflation und über die hohen Zinsen. Aus meiner Sicht besteht auch eine gewisse Gefahr, dass die Zinsen zu lange hochgehalten werden und viele dann ihre Kredite einfach nicht mehr abbezahlen können und dann entsprechend so enteignet werden. Das ist eine Gefahr, die man definitiv auf dem Schirm haben muss. Aber der Bitcoin ist die Chance für den Durchschnittsbürger, sich vor diesem Wahnsinn zu schützen, im Gegenteil, von dem Money Printer sogar zu profitieren, weil wir sehen es ja seit 1. Mai, wo die Liquidität wieder nach oben geht, geht auch der Bitcoin nach oben. Ja, wir haben schon mehr als 10.000 US-Dollar gewonnen. Ja, von 57 sind wir ja entsprechend schon weit über, naja, weit. Wir sind auf jeden Fall über 67.000 und dementsprechend kannst du hier die Entwicklung sehen, ja? Und der Bitcoin als hartes Asset ist aus meiner Sicht das Beste, was man in so Zeiten machen kann, wenn man einen entsprechend langfristigen Zeithorizont mitbringt, nämlich zwischen 5 und 10 Jahren. Das ist ja das, was ich immer sage, nicht auf die kurze Frist schauen, langfristigen Zeithorizont einnehmen. Was sehen wir hier beim Bitcoin Spot ETF? Und zwar, wir hatten gestern wieder mega starke Zuflüsse von 251 Millionen. Ja? Und wenn wir die Woche insgesamt anschauen, ja, dann haben wir sogar die Vorwoche übertroffen. Es wurden diese Woche mehr als 15.000 Bitcoin gekauft über die ETFs in den USA. Letzte Woche waren es schon 14.000 Bitcoin. Also, wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Außerdem, was sich hier immer stärker bestätigt, die großen Grayscale-Abverkäufe sind vorbei. Ja, auch hier die letzten 2 Tage, als der Bitcoin nicht ganz so gut performt hat, waren es hier nur richtig leichte Abverkäufe. Ja, wir sind weit weg von den 100, 200, 300 Millionen, die es mal bei Grayscale an Abverkäufen gab. Ja, und dementsprechend ein weiterer bullischer Indikator, da hier die Abverkäufe aufgehört haben. Und aus meiner Sicht, wenn der Bitcoin weiter nach oben läuft, und da habe ich Lust, noch eine Prognose jetzt abzugeben, ich habe einfach Bock auf Prognosen, ja, ist, dass hier bei Grayscale, je weiter der Bitcoin Richtung 90.000 US-Dollar läuft, gebe ich mal die Prognose jetzt ab, mit dem Risiko, dass ich falsch liege, dass hier Grayscale Zukäufe hat, ja, also hier mit positiven Zukäufen kommt, über die nächsten Wochen und Monate. Vielleicht sind die nicht sonderlich hoch, aber ich gehe davon aus, je höher der Bitcoin-Preis, desto höher die Zukäufe. Mal gucken, ob ich damit richtig liege. Ich kann natürlich auch daneben liegen, aber ich habe Bock auf Prognosen. Außerdem will ich, dass du weißt, wie ich die Lage einschätze. Ja? Schauen wir auf Daddy BlackRock. Daddy BlackRock hat Hunger gehabt gestern, hat 182 Millionen US-Dollar an Bitcoin gekauft. Und Fidelity 43 Millionen. Bitwise und ARK auch ein kleines bisschen. Ja? Gehen wir weiter und wir versuchen wieder rauszuzoomen und das größere Bild einzuordnen. Wie ich schon gesagt habe, 15.000 Bitcoin wurden diese Woche über die US-ETFs gekauft. Letzte Woche war auch schon stark, 14.000. Und wir sehen es hier, im Prinzip haben wir das Tief ausgebildet. Du siehst auch hier, das absolute Tief war mit dem Wendepunkt 1. Mai, mit der Liquidität wieder im Zusammenhang von der US-Notenbank in Kombination mit der US-Regierung. Und was wir auch sehen, ist, wir sind natürlich noch nicht auf den Höhen, wo wir im Februar, März waren, aber aus meiner Sicht laufen wir jetzt in diese Richtung in den nächsten Wochen und Monaten. Ja? Gehen wir weiter und wir sehen hier die HODL Waves, also wie viele Bitcoin werden gehalten über die lange Frist. Lila haben wir diejenigen, die Bitcoin schon 10 Jahre oder länger halten. Und wir sehen hier, vor allem ab 2020, ja, sehen wir, dass hier entsprechend der Anteil derjenigen, die Bitcoin mehr als 10 Jahre halten, immer größer wird. Ja? Wir sehen auch, es gibt hier einen entsprechende Bitcoin-Halter, die Bitcoin über 7 bis 10 Jahre halten und über 5 bis 7 Jahre.
und auch immer mehr, die Bitcoin über 3 bis 5 Jahre halten. Ja? Also, das ist nämlich genau mein Credo, und zwar langfristig halten. Wenn wir hier die Summe sehen, ja, dann siehst du, ab 2020, trotz dem Bärenmarkt, den wir ja 2022 hatten, beziehungsweise 2022, wenn man es so will, sehen wir, dass trotz des Bärenmarkts in Summe die langfristigen Bitcoin-Investoren nach oben gehen. Und das ist hier der springende Punkt. Immer mehr Menschen wollen Bitcoin langfristig über Generationen halten. Ja? Und deswegen sage ich auch, du solltest mal mindestens einen Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren mitbringen. Und dann ist es überhaupt kein Problem. Da kannst du dich von diesem Wahnsinn schützen. Und je stärker die Geldmenge ausgedehnt wird, das geht, nimmt ja einen exponentiellen Verlauf. Ja? Sowohl beim Euro, beim US-Dollar, bei allen Währungen. Das bedeutet, dass natürlich der Bitcoin hier entsprechend auch immer stärker in diese Richtung nach oben geht und immer mehr entsprechend an Kraft gewinnt. Ja? Das ist der springende Punkt. Mit Bitcoin kannst du deine Energie behalten und sogar sehr, sehr gut speichern für die Zukunft. Ja? Das heißt, du gewinnst sogar dadurch und wirst nicht verlieren, ja, über die Inflation, die schleichende Enteignung, die uns allen ja Energie raubt unterm Strich, ja, weil wir haben ja Arbeit reingesteckt, damit wir das Geld haben. Und das Geld, wenn das immer mehr an Kaufkraft verliert, dann ist das nichts anderes als ein Raub deiner Energie. Und das solltest du auf dem Schirm haben. Deswegen solltest du auch mit deiner Energie sorgsam umgehen und sie einem guten Speicher zukommen lassen. Und Bitcoin ist aus meiner Sicht einer der besten Speicher, aus meiner Sicht sogar der beste Speicher. So viel dazu. Das war's für dieses Video am Samstag. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du etwas zurückgeben, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen diese Informationen erhalten. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar: Folge immer dem Money Printer! Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.